Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Mein Name ist Rachel Rosemar und berichte für die Stiftung Energie und Klimaschutz. Aktuell befinde ich mich an der Westküste der Südinsel und hinter mir seht ihr den Franz Josef Glacier. Franz Josefs Eisschicht reichte einst von den Bergen bis hinunter ans Meer. Doch nach tausenden von Jahren des allmählichen Rückgangs befindet sich der Gletscher nun 19 Kilometer im Binnenland und ist nur Hubschrauber zugänglich. Noch 1908 befand sich das Ende des Gletschers an dem Ort, an dem ich gerade stehe. Also man sieht einen dramatischen Rückgang nur in diesen paar hundert Jahren. Franz Josef und der Fox-Gletscher gehören zu den sensibelsten Gletschern der Welt. Denn beide Gletscher haben eine sehr kurze Reaktionszeit auf die klimatischen Bedingungen der Umwelt. Eine Veränderung der Temperatur oder der Niederschlagsmenge beeinflusst den Gletscher, ob er nun größer oder kleiner wird. Für den Franz-Josef-Gletscher liegt die Verzögerungszeit bei nur 3 bis 4 Jahren. Von 1880 an verlor der Gletscher 3 Kilometer an Länge. Seit 2008 ist der Franz-Josef-Gletscher konstant in einer Periode des Rückzugs und hat in dieser Zeit um die 800 Meter an Länge verloren. 2012 kam es zu einer dramatischen Veränderung des Gletschers. Es bildete sich ein Loch im Eis, was zu einem Verlust von 250 Metern an Eis resultierte, in einer kurzen Periode von nur 12 Monaten. Im gesamten Land gab es in den 70ern noch 3100 Gletscher, die meisten davon auf der Südinsel. Doch in einem Bericht von 2016 wurde entdeckt, dass nur noch 2900 von ihnen existieren. Gletscher sind neben einer geldeinbringenden Touristenattraktion außerdem eine wichtige Frischwasserquelle für fast 2 Milliarden Menschen weltweit. Aber deren rapides Schmelzen bringt noch weitere Risiken mit sich. Nicht nur erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer tödlichen Sturzflut, das tauende Eis lässt ebenfalls den Meeresspiegel ansteigen. 1908 lag die globale Durchschnittstemperatur bei 13,5 Grad, doch bis 2016 stieg sie auf 14,8 Grad an, das ist eine Temperaturerhöhung von 1,3 Grad. Die jüngste Periode der globalen Erwärmung begann Ende des 19. Jahrhunderts und als Reaktion darauf haben sich die Gletscher im Allgemeinen zurückgezogen. 2022 war das wärmste Jahr, was Neuseeland bisher erlebt hat und übertraf damit den Rekord, der nur im Jahr zuvor aufgestellt wurde. Die beiden Gletscher Franz Josef und Fox sind heute am kürzesten seit Beginn der Aufzeichnungen. Und mehr als die Hälfte aller Gletscher der Erde könnten bis zum Ende des Jahrhunderts verschwinden, selbst wenn die gesetzten Klimaziele erreicht würden.